Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Wir machen uns heute einen richtig leckeren Rührkuchen. Ja. Und zwar einen Nutella-Kuchen mit Eierlikör. Die Zutaten, die wir dafür benötigen, sind einmal 250 Gramm Butter. Dann brauchen wir noch 240 Gramm Zucker. Etwas Vanilleextrakt. Dann brauchen wir genau 5 Stück. Dann 250 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz, 250 Milliliter Eierlikör und 4 Esslöffel Nutella, genau. So, und die genauen Mengenangaben findet ihr aber natürlich auch nochmal unten in der Infobox. Und ich fange jetzt erstmal an, die Butter mit dem Zucker schaumig zu rühren. Du kannst den Zucker einmal reinmachen, ich gebe dir das Vanilleextrakt dazu. Alles. Genau. Warte, die stelle ich dann hier hinten. Okay. So, und dann mixe ich einmal vor. So, nachdem das Ganze ein bisschen verrührt ist, geben wir jetzt nach und nach die Eier dazu. Möchtest du mixen? Oder möchtest du warten, bis der Teig ein bisschen weicher ist? Weicher. Ein bisschen weicher, dann mixe ich vor und du kannst dann mixen, gell? Hier habe ich jetzt das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz vermischt. Das gebe ich jetzt einfach einmal dazu und rühre das kurz auf niedriger Stufe einmal ein bisschen unter. Ich mache das gerne vorher noch ein bisschen via Hand, damit mir das Ganze nicht... Genau, dann darfst du wieder. Damit mir das ganze Mehl nicht um die Ohren fliegt. Und während du jetzt fleißig rührst, lasse ich nämlich den Eierlikör noch langsam reinlaufen. Okay. So, den Teig, den teile ich mir jetzt einfach einmal in der Hälfte. Also der bleibt so, wie er ist. Und hier geben wir jetzt noch 4 Esslöffel Nutella hinzu. Damit das Ganze, Schokocreme. Genau, damit das Ganze richtig schön schokoladig wird. Darf ich da wieder verrühren? Natürlich. So, ich habe mir jetzt meine Kugelhupfform einmal richtig schön gefettet und ich mag das sehr gerne mit Semmelbrösel, weil das dann so eine schöne Kruste gibt. Ich gebe mir da jetzt einfach diesen hellen Teig unten rein. Ja, das ist hell, das ist dunkel, weil da Nutella drin ist und da Eierlikör und Eier, so helle Sachen da drin sind. Genau. Das war eigentlich beides das gleiche, aber jetzt ist es ein bisschen anders, weil da Nutella reingekommen ist. Den Ofen könnt ihr euch übrigens schon vorheizen auf 175 Grad, denn da muss das Ganze gleich für circa 60 Minuten reinwandern. Ich würde aber nach 50 Minuten schon mal nachschauen. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr Schokomasse genommen, weil ich das sehr, sehr gerne mag. Wer das aber nicht möchte, der teilt den Teig wirklich in der Hälfte, das habe ich euch ja auch gesagt. Und macht dann Hälfte, Hälfte. Ich habe schon etwas für deinen Geburtstag vorbereitet. Echt? Was hast du denn vorbereitet? Das darf ich doch mal. Das ist doch eine Überraschung. Ach so. Du darfst nicht unter mein Bett schauen, weil da ist die Überraschung. Okay, da schaue ich nicht drunter, versprochen. Okay. So, und jetzt nehme ich mir einfach einen Holzspieß und gehe da einmal richtig ordentlich durch, damit sich das Ganze so ein bisschen verzwirbelt, damit das dann auch wirklich wie bei einem Marmorkuchen wird. Und dann wandert der auch schon in den Ofen und wir sehen uns wieder, wenn er richtig schön ausgekühlt ist. So, dann streue ich mir einfach jetzt noch etwas Puderzucker über meinen ausgekühlten Kuchen. Hat sich super aus der Form lösen lassen. Ist auch super schön weich. Ich hatte meine jetzt in der Keramikform und habe ihn in den kalten Backofen gestellt. Da war das Ganze dann für 70 Minuten drin. Und ja, ihr müsst wie gesagt schauen, ca. 50 bis 60 Minuten bei 175 Grad. Und dann sollte das bei euch auch hinkommen. Ich kann euch immer wieder die Stäbchenprobe empfehlen. Denn dann seid ihr auch wirklich auf der sicheren Seite, dass euch das Ganze nicht noch roh ist. So, und ich würde sagen, wir schneiden ihn jetzt auch gleich mal an.
Gleich kommt mein Besuch. Ich freue mich schon mega und ich hoffe, dass der Kuchen sehr gut ankommen wird und dass er so gut schmeckt, wie er riecht. Und dass er natürlich auch von innen ein kleiner Hingucker ist. Schaut der nicht super lecker aus? Ich werde ihn jetzt noch nicht probieren, aber so wie er riecht, wird er garantiert richtig, richtig lecker sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und probiert es auf jeden Fall aus. Ciao!